Es ist mal wieder Zeit für Funfair Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kimmis. Heute ist Tourtag. Die vierte Station unserer Sommertour 2020 ist der Holiday Park in Hasloch in der Pfalz. Erlebt unter anderem hier in diesem Video über Kopffahrten in luftiger Höhe. Meeting mit einem T-Rex. War Vanessa mutig genug, um in den Freefall Tower einzusteigen? Spontanes Treffen mit den beiden Funfair Blog Zuschauern Julia und Sebastian. Ein etwas anderer Aussichtsturm. Und wie hat uns die Fahrt im Megacoaster Expedition GeForce gefallen? Das erfahrt ihr in diesem Video. Zusätzlich gibt es jede Menge On-Rides und wir zeigen euch unser Hotelzimmer. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Also bleibt dran, wenn ihr Highspeed mögt und bis gleich. Abschuss! Abschuss. Jawoll! Willkommen zurück und herzlich willkommen hier im Holiday Park in irgendwo in der Pfalz. In Hasloch. Hier steht nur Pfalz. Ich weiß, wir sind in der Pfalz. Ja, genau. Ja, wir beide sind das erste Mal hier im Holiday Park. Jan, schöne Grüße von Marketing und Sales. Wir hätten uns das heute getroffen, der ist aber auch im Urlaub. Ja, jeder darf auch mal Urlaub machen. Ja, genau. Und schönen Urlaub nochmal. Und Jan, ich habe eine Kleinigkeit für dich abgegeben beim Service Point bei deinen Kollegen. Ich denke, wenn das Video draußen ist, wird er es wohl wahrscheinlich schon erlebt haben. Das Video kommt ja eh erst im Dezember. Ja, so lange bin ich. Bei uns dauert alles ein bisschen länger, Kinder. Ja, ja, ja. Das ist aber auch viel zu tun. Ja. Oh, ich freue mich schon, Lars. Ja, wir diesmal, wir fanden den Eingang auch schon sehr interessant. Sehr cool. Ja. Schön bunt gemischt. Schön bunt gemischt? Was rede ich wieder? Du redest wirres Zeug. Das ist toll mit dem Wasserspiel, wolltest du sagen, das dass der Turm so leicht gekippt ist. Ja, genau, das wollte ich sagen. Habe ich auch direkt gefilmt. Die einzige Befürchtung, die ich habe, ist, dass der Turm schon sehr nah dran ist und dass du direkt in den Turm steigen möchtest, allein um dir einen Überblick zu verschaffen. So, wir können mal gucken, wie voll das da ist. Vanessa hofft, dass es sehr voll ist. Weil wir haben jetzt ja gelernt, normalerweise fangen wir von hinten an. Ja, ne? Damit wir mehr anderen schaffen. Ja, genau. Weil wir sind, deswegen jetzt machen wir den Turm zum Schluss. Ah ja, ja genau. Und, nee, ich habe ja gar keine Angst, kein Problem für mich. Nein, du bist ja schon einige Türme gefahren. Ja. Sorry, dass ich Sonnenbrille auf habe, aber die Sonne blendet, deswegen habe ich die auch. Das kommt jetzt schon wieder raus. Ja, ich mache einfach Augen zu. Ja, genau. Expedition GeForce bin ich sehr gespannt drauf. Also die Achterbahn, hier stehen wirklich tolle Achterbahnen. Ja, und jetzt schlängeln wir uns irgendwie durch. Ich habe mich wirklich nicht informiert. Ich war gestern kurz davor, aber ich dachte, nee, ich möchte mich überraschen lassen. Das ist auch immer das Beste. Ich möchte einfach losgehen und das war wirklich bis jetzt das Beste. Immer alles, was wir so erlebt haben, wenn ich mich einfach nicht informiert habe und du mich mitgeschleift hast, das war das Beste. Ja, ja. Genau. Was wollte ich ja noch sagen? Nee, das war's eigentlich, oder? Ja. Ja. Jetzt erleben wir mal die ersten Attraktionen. Jetzt erleben wir die ersten Attraktionen. Übrigens ist es kurz nach 11, glaube ich, ne? Ja. Der Park hat um 10 Uhr aufgemacht. Wir hatten aber ein bisschen, wie gesagt, bei uns dauert alles ein bisschen länger. Wir haben einfach viel zu viel zu tun. Absolut. Und jetzt geht die Möbelfahrt los. Nun, kleiner Aff hier. Tschüss. Die Höhe, cool, ne? Superman! Jetzt geht's runter. Oh nö. Oh,
Okay. Oh. Das war doch geschmeidig. Sehr gut. Sehr gut. Dankeschön. Ne? Danke dir. Ciao. So, jetzt fahren wir den Lighthouse Tower. Erstmal eine schöne Aussicht vom Park. Erstmal eine Übersicht verschaffen. Ne? Genau. Ich bin mir auch immer ein bisschen mulmig zumute. Ja, ich auch. Ich hab, weil man hängt so an der Kette, ne? Und ja, ist auch relativ hoch und ja. Zieht ganz schnell los nach oben. Und ganz schön windig wahrscheinlich oben. Was aber jetzt natürlich bei dieser Hitze sehr angenehm ist. Auch wieder gut ist, ja. Aber man hat, wenn man so. Ein mulmiges Gefühl, ne? Ja, genau. Und man hat so ein bisschen Höhenangst, ne? Ja, du hast ja eigentlich Höhenangst. Das ja. Ist mir nie so. Oh. Okay. Oh, der hält sich wieder fest. Ja, na. Na. Ich an der Stange. Oh. Oh. Was ist denn hier für eine Show? Ja, aber ich glaube jetzt nicht während Corona, glaube ich. Oh. Normalerweise ist so eine Wassershow hier. Oh, ist das eine Scheißhöhe. Ui. Oh. 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 Oh, ja, windig. Ah, nur hier. Wie hoch, wie die, was sind wir eben gefahren? Sky Scream. Sky Scream. Das sind höher als Sky Scream. Oh, ja, ich weiß gar nicht, wie hoch wir sind. Schön! Das sind wir gerade gefahren. Das habe ich da schon wieder gesagt. Ah, viel Wald hier, ne? Ja, ganz versteckt, ne? Ja. Kann man da um den See gehen oder was? Ja, man kann um den See. Ah ja. Ich leite dich, ich habe den Plan. Ja, du warst ja schon mal hier. Oh. Oh, ist das schön. Ah, hey. Oh. Oh. Ah, da ist noch eine Schaukel da hinten. Oh Gott. Ja. Da ist sie gerade losgefahren. Gehen wir die Leiter? Ja. Oh, super geil, guck mal, da fahren die gerade. Oh, rein in die Bäume. Da hat man das Gefühl, ne? Ja. Gehen wir jetzt nochmal hoch. Ist hier nochmal hoch. Warum gehen wir denn jetzt nochmal hoch? Wir sind alle noch zweimal hochgefahren. Ah, scheiße. Okay. Genau. Immer fahren wir länger. Immer fahren wir einfach länger. Was macht man jetzt? Oh, schön. Oh, oh, okay. Jetzt machen wir Freefall. Okay. Okay. Ah, ja, so schön. Wie voll. Im Kettenkarussell. So ist cool, als wenn du jetzt schwebst, ne? Ja. Über die Bäume so schwebst. Irgendwie ist das witzig. Entspannt. Wenn es nicht nur so hoch wäre. Aber schön. Ja, genau. Achso, vorher müssen wir das andere Ding dann noch machen. Beach Rescue. Und Taschen im Regal am Turm ab. Welcome at Lighthouse Tower. Please place all loose items, such as phones and glasses, on the shelf at the tower's center. Also weder Vanessa und ich sind jetzt so ein Fahrgeschäft mal gefahren. Jetzt sind wir mal, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Einfach lenken. Einfach lenken. Einfach lenken. Egal wie. Ja, genau. Ich rette dich denn. Du holst mich ein, ich überhole dich denn du. Weißt du? Denn. Hab ich auch eine Hupe? Nee. Ja. Oh! Du gehst ab! Ja, das war meine Hupe. So. Also auf jeden Fall muss ich ja wahrscheinlich so machen, ne? Oder? Ja. Ah, so! Jetzt hab ich's raus. Oh, Alter! Ohoi! Das fetzt. Und jetzt hier wieder. Ah, das ist ja witzig. Das ist cool. Das ist geil. Oh, das hier. Jawoll. Wir sind gerade Skyscream gefahren. Wir sind vor zwei Stunden Skyscream
gefahren, genau. Gleich als allererstes. Coole Bahn, ne? Ja, fand ich sehr cool. Oder? Even, richtig coole Attraktion. Bisschen erschrocken. Ja, wir saßen natürlich ganz vorne und dann muss ich immer direkt in den Abgrund gucken. Ja, richtig in den Abgrund geballert. Also richtig cool. Aber du magst ja gerne Abschüsse finde ich super. Ja. Dieses Rückwärtshängen ist immer erstmal so ein Moment, wo man dann so. Ich glaube, man hört es auch. Ja, man hört es. Man hat es gesehen. Aber hier hat sehr viel Spaß gemacht. Auch die Q-Line sehr cool gemacht, finde ich. Ja, das stimmt. Die hat mich auch überzeugt. Dieses Horrorthema ist ja immer meins. Die Bilder, die da drin hängen, habe ich auch ein kleines Video gemacht, die sich da verändern. Ja, hast du. Ja, ich weiß. Ja, genau. Habe ich gesehen. Nee, wirklich sehr toll. Danach sind wir dann direkt Lighthouse Tower gefahren, diesen Penthouse-Karussell, diesen Lighthouse Tower eben. Da haben wir umgesehen, was es so gibt, ne? Ja, genau. Da haben wir uns einmal eine Parkgemäßigkeit gedingst. War toll. Ich habe eine leichte Höhenangst, habe ich schon alles erzählt, brauche ich nur nochmal erzählen. War fresh, ne? Hat gezogen, ja. Die eine Kurve immer hat ordentlich geflattert. Ja. Sagt man bei uns. Geflattert. Ja, der Wind. Und dann sind wir das neue, ist eigentlich nicht neu, aber für uns war das neue. Dieses also, Speech. Ich bin noch nie gefahren. Ich auch nicht, mit dem Lenken und so. Sehr lustig. Ich hab dich überholt. Krass, nee, oder? Aber hast mich fast gerammt. Ja, genau. Also sehr lustig, wenn man dann so rausschwenkt und dann den Drift mitnimmt. Da kannst du wirklich sagen, ich mach mal kurz einen Schwenk. Ja. Ein richtiger Schwenk. Ein richtiger Schwenk mit Wasser und so. Ja, sehr geil, sehr cool, müssen wir auf jeden Fall auch mal ausprobieren, weil normalerweise sagt man ja so kleine Attraktionen, ja, nee, lass ihn weg. Aber der war schon wirklich cool. Was machen wir denn jetzt? Dann haben wir nochmal einen Rundgang gemacht über den See, da haben wir noch zwei Zuschauer getroffen. was machen wir jetzt? Ach so, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen viel los bei der Wasserbahn. Wir gehen einfach mal weiter. Wir gucken mal, was uns jetzt begegnet. Ja, genau. Sein, ne? Zum Glück haben wir die beiden Zuschauer dabei, weil die kennen den Park und wir sind ja völlig verloren. Wir sind völlig hilflos. Name war nochmal? Sebastian und Julia. Kannst du auch mal zeigen. Ja. Wollt ihr was sagen? Was ist das los? Hallo. Hi, hi. Nee, das ist super. Endlich jemand, der weiß, wo es lang geht. Genau. So, ich bin gespannt. Wir sind gespannt, wa? Abschuss. Oi. Ja. Oh!
Vielen Dank. So. Wie heißt das Ding? Dino Splash, ne? Splash, ja. Ah ja. Tatsächlich. Dino Splash. Da sind wir gespannt. Aber wir haben jetzt gar nicht so lange. Ging eigentlich, ne? Ja, das geht halt. Das ist halt wegen dem Abstand zwischendrin. Ja. Man zieht sich das immer so. Also. Wir mögen ja. Normalerweise fahren wir Wasserbahn erst, wenn es regnet. Ich schon, ne? Ja, eben. Ist eine gute Taktik. Oder wenn es sau heiß ist. Oder wenn es sau heiß ist, ja. Ah. Ja. Das ist immer scheiße. Nur gerade abfährt. Ich bin mal gespannt hier. Was denn? Aufstehen. Ach so! Ach so, sitzen bleiben. Scheiße! Das erste Ding. Da war ich auch so. Scheiße! Oh nee, Donny! Geht ja gut los, ey! Oh, ich mach mal so. Oh, nee, komm. Ist egal. Los, Wusch! Jetzt geh ich! Ich mach mal so, ne? Und schon kommt die nächste. Hey! Kommt die nächste Welle! Ich glaub, das stört die GoPro nicht. Was? Ich glaube, das stört die nicht, wenn der Spritzer also, drauf ist. Nee. Also Lars, wir sitzen falsch. Wir sitzen definitiv falsch. Aber wir drehen uns doch. Oh. Hey, guck mich an, ey. Oh. Oh. Ja, super. Vielleicht kommt ihr ja auch noch mal dran. Ja, ne? Hoffentlich. Ja, eben. Oh, geil, gibt einen Tunnel und so. Geil. Super geil. Super geil. Wir waren 5 Sekunden unterwegs und schon wurden wir bestraft. Für nichts. Für nichts und wieder nichts. Jetzt seid ihr auch mal dran. Oh, Alter, geil. Cool. Ist ja geil. Jawoll! Wo war das? Im Phantasialand, ne? Wo das hier noch auf ist, wo das so rausschüttet? Ja. Oh nee! Ja, so ist schön! So ist schön! Okay. Oh, jetzt wird es. Nee! Da! Oh, die Stelle ist still. Da ist er! Jetzt muss er folgen. Ah! Oh, ey! Das ist nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was kommt dir denn so überraschend auf? Ah! Nee, ich bin weggekommen. War schon fett. Ja, so schön. So, dass er reinkommt, ne? Oh. Also bringt Spaß. Ja. Die ist geil. Schön, dass ihr so trocken seid. Ja, toll. Seid ihr ein bisschen nass. Ein bisschen nass geworden, ne? Oh, guck mal. Ich vorhin, hatte sie vorhin auch drauf. Was? So, heute schon wieder. Nee, egal. So. So, wir sind gerade Dino Splash gefahren. Nicht abgelesen. Hat sich definitiv gelohnt. Wir haben auch gar nicht so lange gewartet. Irgendwie, was weiß ich, geschätzt 20, 30 Minuten. Ja, man wartet sich da ein, weil da so viel zu gucken ist. Alleine mit der, wie heißt die, GeForce? Expedition GeForce. Ja, weil man da die ganze Zeit zugucken kann. Es gibt GeForce. Ist ja Entertainment pur. Definitiv, wir wussten gar nicht mehr, wo wir zuerst hinfilmen sollten, weil es passiert einfach zu viel. Was soll denn das? ja, für uns ist ja ein Paradies, ne? Also einmal die Dinos, die sich da bewegen, Animatronics hast du, hast einen Freefall Tower, du hast die Expedition GeForce, die da rumballert. Du hast eine schöne Thematisierung, die da gemacht wurde. Wirklich toll, sehr gute Animatronics und du wärst definitiv nass, war das ja nicht? Doch, ich war auch nass. Ja, man hat's gesehen. Ich hab ein bisschen an der Seite, mein Nacken ist nass. Sebastian, ne? Und meine Wenigkeit wurden richtig nass. Kannst du gleich nochmal zeigen? Ich hab euch da hingesetzt. Zeig mal, wie wir aussehen. Na, weiß nicht, ob man's sieht. Das macht die Kamera. Wartet mal.
Schreck mich selber aus. Ja, guck mal. Super. So. Hier. Alles hier nass. Hier eine Hose. Nass. Bei der schwarzen Hose geht's nicht. Doch, ich glaube, man sieht das schon. Guck hier am T-Shirt vor allen Dingen. Ganzer Rücken. Ja, das stimmt. Lass, dreh dich mal. Dein Rücken ist auch komplett nass. Mein Rücken, meine Schwester, komplett nass. Nee, tatsächlich, aber hinten die Hose. Gut gekleidet, ja. Alles nass. Du bist auch nicht nass geworden, ne? Ja. Nee, tatsächlich, ja. Wir haben nichts abgekriegt. Wir haben es aber auch einfach nicht verdient. Ja, so, lassen wir mal dahingestellt. Ne? Also ich habe das eigentlich mehr verdient, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Aber wir haben gesagt, komm, ist okay. Wir nehmen es in Kauf. Ja, wir nehmen es in Kauf, ist ja gerade warm, deswegen würden wir das gerne nehmen. Ja. Nee, aber echt eine tolle Bahn, volle Überraschungseffekte, auch so ein kleiner Tunnel ist mit dabei. Habt ihr ja gesehen. Und, aber das Beste finde ich ja diesen T-Rex, ne? Ja. Wenn er da... nicht das Wasser? Oh Gott! Das Wespe. Eine Wespe. Oh, das haben wir auch übrigens auf dem Bild. alles drauf. Und wie fandst du überhaupt die Bahn? Habe ich das schon klar? Die Bahn fand ich gut. Das Wasser. Ich wäre auch gern nass geworden. Mir ist wirklich warm. Deswegen fahren wir jetzt einfach nochmal Wasser. Ja, genau. Jetzt fahren wir die los. Nee, wo ich auch nass werde. Genau. Sitze ich dann vorne? Du sitzt vorne? Ja, dann machst du die Aufnahme. Dann mach ich die Aufnahme. Super! Okay. Vielleicht willst du einmal machen. Ja, ja, genau. Machen wir. Super! Tschüss! Freu mich! Ciao! Ich sehe das Eingangsding nicht. Was? Ich wollte auch einen Schwenk machen, aber... Ich glaube, das geht so. Wir sind doch schmale Leute. Wir fahren jetzt Wiki Splash. Ja, Wiki Splash. Oh. Hallo. So. Ja, so ist schön. Wir laufen dann durch die nächsten 80 Minuten nicht gestört. Aber hier haben wir unsere Ruhe. Hier ist schön. Ja, 80 Minuten durchfahren. Das würde ich machen. Das geht hin. 18 Minuten Wassergeschäft. Ja, das geht hin. Gibst du was eigentlich? Da wird mir zumindest nicht schlecht. 80 Minuten. Das kriegen wir hin. Na, ich weiß ja nicht, ob das Schunkeln nicht doch irgendwann schlecht macht. Nö. Nö, das geht eigentlich. Oh. Der hat Spaß. Ja, er ist ordentlich mit dabei. Ich hab hier gar nichts für meine Füße. Geht schon los? Schon die erste Husche, ne? Ah, schon wieder die erste Husche. Oh je! Das war aber geschmeidig. Ja. Unsere Welle hier. Oh ja, unsere Welle. Jetzt kommt sie. Boah, ist schon steil immer. Ja. Man bedenke, dass das ja einfach nur eine Rutsche ist. Ja, eine schnelle Rutsche. Genau. Dann hier nochmal. Ja, genau. Ah, geht das. Ah? Oh, nicht so schnell. Nicht so schnell. Halt. Oh, schon wieder dunkel, ey. Kommt denn das lange Haar her? Ach, von der Höhle. In der Höhle. Hey, hey, hey. Hier wird nicht geschossen. Hey. So. Entschuldigung, wann drehen wir uns wieder? Weiß ich nicht. Hey!
schön kalt, ne? Es ist schön kalt. Ah. Oha, jetzt geht's hinauf. Jetzt geht's hinauf. Sitz. Ab ins Schlecht. Sitzen bleiben. Ich wollte mich jetzt wirklich nicht hinstellen. Nee, jetzt weiß ich nicht. Nee. Oh ja. Oh shit. Oh. Oh. Oh, jetzt schon. Ei, ei, ei. Ich auch noch parken, dann denke ich. Oh. Wollen wir nachher nochmal Sky Scream oder gleich die GeForce? Ja, weiß ich nicht. Ist das GeForce oder was? Ja. Oh Mann, ey. Oh Gott, es ist hoch. Was? Natürlich ist es hoch. Nein, das ist niedrig. Oh, zwei Huschen auch noch. Oh. Ich würde ja schwitzen, wenn mir nicht das Wasser hier, weil... Wenn das Wasser nicht wäre. Wenn das Wasser nicht wäre. Ach so. Aha. Oh, fuck, ey. Okay. Guck mal, das sind doch nur 80 Meter. Ich habe hier nichts für meine Füße. Ich könnte in diesem Wagen hier komplett nach vorne rutschen. Das ist ja ein Skandal. Oh, fuck. Das ist nichts für deine Füße. Nichts für meine Füße, aber ich halte mich fest. Ich kann auch runtergehen sonst. Ja, ich lauf. Oh. Oh Gott, ist das... Oh Gott, ich will nicht vorne sitzen. Festhalten ist schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, oh mein Gott! Geschmeidig. Oh, ich habe einen Rucksack. Oh. Bist du jetzt nass geworden? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, wie Spaß hier. Oh, jetzt habe ich hier lauter See im Gesicht, ey. Lauter See? Ja. Ja. Ach so, Maske. Ah ja, Maske. Und jetzt Rums. Oh. Na Lars, bist du nass geworden? Geht. Geht eigentlich. Hast du dich wieder hinter mir versteckt? Ja, hab ich. Ah. Ja komm, bei Dino Splash bin ich nass geworden. Ja, okay. Oder wir vier. Also ich hab schon, ich hab schon viel abbekommen, glaube ich. Du warst ja, du wolltest ja vorne sitzen. Ja. Zu Recht, zu Recht. Es war auch schön. Du warst ja auch dran mit Film. Ja, auf jeden Fall. Und weil jetzt meine Haare ruiniert sind, müssen wir die jetzt wieder von der GeForce richten lassen. Ja genau, füllen lassen. Das war Action. Ja. Damit die dann wieder richtig stehen. Möchtest du noch was sagen, Lars? Nee, ich bin gespannt auf GeForce, ne? Bin sehr gespannt. Soll ja einer mit der besten Achterbahn sein. Wurde mal mehrmals ausgezeichnet. Mehrmals ausgezeichnet. Wo müssen wir lang da lang? Rechts. Und bin ich schon echt gespannt, beziehungsweise auch auf, die soll ja richtig viel Airtime haben. Ja. Super Airtime-Kräfte. Nee, gut, dass du nichts mehr sagen wolltest dazu. Was? So viel zum Thema. Nee, ich will nichts mehr sagen, aber... Nee. Ja, ich bin gespannt. Oh, auch schön, ne? Mhm. Dieser Punkt. Ja. Den brauche ich auch nochmal, ja. Was? Uiuiui, den brauche ich auch nochmal, der sieht gut aus. Der erste Sturz, ne? Ja, ne, ja, das auch. Was wolltest das du denn? Die, was du gerade gesagt hast. Ach so, diese Stelle da, die Fotostelle. Ja, ja, genau, die sieht gut aus. Genau. Ja, ich muss entschuldigen. Nie hört er mir zu. Du hörst mir auch nicht zu. Nee. Wir reden immer so aneinander vorbei oder ja, wir muss auch keiner zuhören, oder? Ich habe auch wirklich nichts zu sagen. Was? Ach so. Ja, gut, hast du eigentlich schon erzählt, dass du von der Fahrstuhltür angerempelt wurdest? Nein, habe ich nicht erzählt. Ich wusste nicht, dass das relevant ist. Doch, ist relevant. Ja, das passiert mir öfter mal, dass die Türen, die Schiebetüren zugehen und dass ich dann auch dazwischen stecke. Und die sehen mich einfach nicht. Und weil die halt nur von einer Seite kamen, hat die mich so komplett in diesen Fahrstuhl reingedrückt und bin ich ein bisschen gestolpert. Vielleicht bin ich ein bisschen komisch in den Fahrstuhl eingestiegen. Naja, aber das filmt Lars wieder nicht. Ne? Doch. Das filmt er nicht. Nee, schade, das habe ich nicht gefilmt. Nee. So, jetzt steigen wir da erstmal ein. Bin sehr gespannt. Ich habe auch ein bisschen Angst. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen. Naja, bin ich nicht die Einzige diesmal. Ah!
doch nicht schnell. Oh, komm, schnell. Die dritte Reihe, die Massen wieder hochziehen. So. Oh, alles lieb. Scheiße. Na, come on. Oh, guck mal, die schöne Aussicht hier. Geile Bahn, ne? Ja. Ja. Oh, geile Bahn. Ja, der Anfang. Ja. Die ist Hammer, die Bahn, ne? Ja. Lohnt sich. Aber geil. Okay. Allein der erste Sturz, wenn du dann so runterfährst, ne? Und dann hast du ja diese Erdteilmomente. So geil. Geil. Ist geil, ne? Super. Oh, jawoll! Und ha! Gerade wo wir es können, hält das Ding an. So, jetzt ist los hier. Moment! Tschüss! Gewonnen! Jetzt fahren wir die Maya-Tour, ne? Was ist das denn? Mit Ombon Sound, oder? Seid ihr bereit? Oh, erster Gott. Gang. Geht es jetzt los? Jawohl! Jawohl. Der Petronat. Ah. Oh, wieder runter. Hey. Oh, wieder runter. Jo. Ah, wieder runter. Airtime. Hey. Was? Mach du mal, wenn du das wieder raschst. Ah, das ist geil. Warte. Okay, das ist geil. Hey, Voodoo Jumper Light. Ja, ja. Hey! La 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 la! Hey! Hey! Abgewehrt! Hey! Hey! Sind denn nur ein paar Meter? Hier oder nicht? Hier? Ist aber nicht so ein GeForce. Tschüss! Der hat Spaß dran. Ah! Toll! Hervorragend! Guck mal, das ist eine schöne Gegend. Genieß es. Ja, das ist jetzt halt alles. Und die schöne Pfalz. Oh, guck mal, die fährt gerade. Sky-Dings. Oh, schön. Guck mal, der Sky Tower fährt auch hoch. Das ist doch mal fair. Ja.
Guck dir mal die Typhos an, ey. Wie krass, ne? So, jetzt haben wir ungefähr. Jetzt haben wir ungefähr die Hälfte. Gleich gehen die Bügel auf. Und irgendwann fallen wir. Entspannt euch einfach. Ich bin entspannt. Scheiße, ich bin hier auch am Kack. Ich bin richtig entspannt. Ja? Total entspannt. Nimmst du auch die Hände hoch? Total entspannt. Super, das ist schön entspannt. Oh, es wird immer lauter, der Motor kommt näher. Das ist mir gefallen, ne? Ja, genau. Ist das toll? Das war doch gut, war doch entspannt. War sehr gut. Super. Und? War okay, ne? Das kann, ja, ist eine geile Aussicht. Vor allen Dingen, der bremst ja wirklich relativ spät, ne? Die anderen bremst sogar früher noch. Ach scheiße, wir müssen noch mal. Oh ja. War doch geil. Haben wir das geschafft? Haben wir es geschafft. Okay. Okay. Schönen Dank. Ob das gut geht. Ich greife nicht richtig, aber. So, jetzt mal zum Abschluss hier. Weiter hinten nochmal GeForce fahren, ne? Wollten wir nochmal. Sau hoch, ey. Oh, nochmal schön die Aussicht genießen. Guck mal, ein paar Berge. Oh, ja. Oh, jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, fuck. Oh, die erste Runde. Oh, Gott. Jetzt mal ab hoch. Das war doch geil. Hat sich gelohnt. Das ist ja wirklich schlimmer noch als vorne, weil du gar nicht siehst. Ja. Ja. Aber du siehst die Schiene komplett nicht. Ja. Ja. Ah, oh, die macht echt Spaß, ne? Die macht Spaß. Na, geht die immer so? Ja, ja. Naja, toll. Oh. Schön, dass wir die nochmal mitgenommen haben. Ja. Ich gedacht, dass wir noch was schaffen. So, geht das. Eine letzte Runde was gefahren? Expedition GeForce. Haben wir noch geschafft, yes. Hat aber auch Wumms, ne? Vier. Ich weiß nicht, wo ich. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht. Ich sehe leider nichts auf der Kamera. Ich sehe auch nichts mehr. Sind meine Augen leider zu schlecht dafür. Ja. Schönes Bild. Hinten war noch mal krasser, definitiv. Ja, ne? Diese Bahn, hey. Oh, also hinten war noch mal richtig der krass. Der letzte Rutscher, der war nicht ohne, du. Aber so mitgenommen. Wo bist du überhaupt lang? Ich würde einfach mal nach rechts gehen. Rechts? Weiß ich nicht. War cool. Muss Hand wechseln? War richtig geil. Mal sind wir nochmal. Ja, vielleicht kommt sie hier gleich noch mal vorbei. Schön. Ich sehe hier wirklich nichts auf der Kamera. Nee? Da bist du, da bin ich. Und jetzt kommt sie hier bestimmt gleich noch mal vorbei. Ja, kommt das dauert noch, dann erzähl doch schon mal was. Ja, genau. Es war ein toller Tag. Erzähl mal irgendwas. Und du wolltest auf die Bahn oder was? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch mit Sebastian und Julia. Ja, ja. War toll, dass ihr uns ein bisschen durch den Park geführt habt. Richtig, jetzt kommt sie gleich nochmal. Und so haben wir auch alles viel besser geschafft und jetzt kommt sie nochmal. Ta-ta-ta-ta. Also diese erste Runde, ich will schon fast sagen, dass das einer der krassesten Achterbahnen ist, die ich je gefahren bin mit dir. Ja, ja, stimmt. Das ist schon ordentlich. Also ja. Wir sind schon einige gefahren, die richtig Speed hatten im Phantasialand, Europapark auch. Und
in Walibi in Holland, aber die ist auch unter den heftigsten, die wir mitgenommen haben, tatsächlich. Ja, war echt ein toller Tag, schöner Park. Schafft mich immer. Ja, bin auch geschafft. Wir sind noch Skystream gefahren, haben wir doch gar nicht erzählt. Davor sind wir noch Skystream gefahren. Und was haben wir da noch gemacht? Achso, diese Maya. Ja, im Maya-Tal. In der Maya-Welt. Ich wollte unbedingt das Ding fahren mit hochziehen. Also, die, wie heißen das? Das, was wir gefahren sind. Ja, genau. Ja, da sitzen wir in Blumen drin und können an einem Steuerknüppel uns hoch und runter. Habt ihr auch gesehen. Da, sie fahren ab. Nee, wir sind nass. Es ist so toll. Das mag ich. Das war auch sehr spaßig. Da haben wir auch so ein bisschen Airtime gehabt. Dann waren wir noch mal in dem Holiday Inn. Holiday Inn. da haben wir genächtigt. Wie heißt das? Indoor. Indoor-Spielpark. Holiday. Heidi the Coaster im Dunkeln. Nein. Da waren wir noch mal in dem Schmetterlingsfeen. Teil. Also ich kenne nicht den Namen von denen. Ich kann dir sagen, wie ich die nennen würde. Schmetterlings-Feen-Ding nennen. Ja, genau. Auch zum Nee, da musst du wippen. Habt ihr auch gesehen? Und dann wird er gerutscht. Das habt ihr auch alles gesehen. Warum erzählen wir das eigentlich nochmal? Rutschen war toll. Ich habe gewonnen übrigens, ne? Ich habe gewonnen. Nee. Ich habe richtig. Ich habe Videobeweis. Oh nein. Tschüss. Ich war ja wohl schneller. Ich war richtig haushoch vorne. Also einfach, weil wir ja nicht so die Schnellrutscher sind, musste ich mir ein bisschen mehr Speed geben. Ja. Aber dann habe ich auch gewonnen. Ja, das stimmt. Ein herrlicher Tag. Nee, war echt toll. Hat viel Spaß gemacht wieder. Wir waren der das erste Mal hier. Den Turm geschafft. Grüße nochmal an den Holiday Park, grüße nochmal an Jan, vielen Dank. Und wenn du mal nicht Urlaub hast, dann sehen wir uns. Nee, wir kommen ja nochmal her. Machen wir nochmal zu. Nee, definitiv. Auch hier so toll, ne? Toll gemacht. Ja. Haben sie toll gemacht. Ja. Sehr schön. Ja. Na, schwing. Tag ist wieder sehr lang gewesen. Ja. Wir müssen jetzt noch knapp 2 Stunden, glaube ich, fahren Richtung Luxemburg. Ja, du musst fahren. Ja, na, und dann zeigen wir, ich bin ja dran, dann zeige ich Lars hier zeigt das neue Hotelzimmer. Genau, ich weiß nicht, wo wir hinfahren, aber keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo wir hinfahren. Ja gut, hast du irgendwas zu sagen? Oder? Nein. Wisst ihr Bescheid, ne? Kommt hier hin, guckt euch das mal an. Abschließend war es ein tolles Erlebnis. Ja. Richtig viel Spaß gemacht, tolle Bahnen gehabt. Frühvolthaus sind wir auch noch gefahren. Ja, also es ist auch eine gute Größe, dass selbst wir manche Attraktionen 2-mal fahren konnten. Ja, stimmt. Wir Trödler. Ja. Wir, wo immer alles länger dauert. Ja. GeForce 2-mal gefahren. 2-mal Skyscream. Ja, genau. 2-mal Skyscream. Toller Tag. Toller Tag. Gut. Toll. So, und jetzt geht's zum Hotelzimmer. Jetzt geht's zum Hotelzimmer. Bis gleich. So, wir sind jetzt in, wir sind irgendwo im Ausland, Belgien, glaube ich. Und jetzt, wir haben Zimmer Nummer 312, zweites Obergeschoss im Hotel. Drittes Obergeschoss. Was? Drittes. Ach so, drittes Obergeschoss. Hotel habe ich gerade vergessen. Oh, jetzt gucken wir bei einem Zimmer. Ach komm, Adel. Vollkommen im Arsch wieder. So, der gucken wir mal. Warte, ich mache jetzt mal wieder Strom. Wie geht das hier? Ich muss hier noch drauf drücken. Ah. Ja, Balkon! Balkon! Zwei. Oh. Boah. Wir haben eine Espressomaschine. Keine Ahnung, was das ist. So, jetzt mache ich erstmal irgendwo überall Licht. Wir müssen erstmal umschalten. Erstmal muss ich die ganzen Sachen gehen. Genau. Und so, hier die Sachen abnehmen. Dann machen wir erstmal die Tür zu. Und dann? Haben wir irgendwas vergessen? Nee, ne? Nee. So, jetzt hier ganz wichtig: Zimmer 312, drittes Obergeschoss. Wieso haben wir denn 2 Türen? Jetzt fangen wir erstmal an, über Licht zu machen. Wir brauchen erstmal richtig viel. Oh. Wir brauchen jetzt erstmal. Nee. Wer jetzt ist überall Licht. Ja. Oh, da nicht. Wie mache ich denn hier Licht? Gute Frage, ne? Hier? Ne, kaputt oder was? So.
schön. So, hey, was ist das denn? Ein Tablett? Was ist das? Für den Fernseher oder was? Oh. Guck mal, Kunst. Sweetpad. Keine Ahnung. Sweetpad, gucken wir gleich, wie sweet das ist. Hier so ein Tier. Eine kleine Auslese. Oh, das mögen wir. Das mögen wir. Guck mal, wieder wir Tee. Das. Wir lieben Tee. Flaschenöffner. Tee. Kaffee. Lieben wir alles. Guck mal, wir haben sogar Wasser gratis. Oh, toll. Endlich mal was gratis. Endlich mal was gratis, ey. Kabel. Nix. Wo hier aufgeht. kleine Insider. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich das jetzt kaputt gemacht? Wie geht das hier rein? Du hast es kaputt gemacht. Nee. Bleib. Ein Kühlschrank. Ja, cool. Sehr gut. Dann können wir da irgendwas reintun. Was haben wir denn noch hier so alles an Schubladen? Spiegel. Das gucken wir natürlich da auch nochmal rein. Safe. Oh, hier ist noch. Keine Ahnung. Oh. Irgendwie Bettdecken für ihren Komfort. Ja. Noch ein extra Kissen. Ah. Habt ihr gesehen, ne? Aber wir sind doch alle gespannt, was ist denn jetzt hinter diesen beiden Türen? Warum haben wir denn zwei Türen? Haben wir denn hier? Also, nee, wir gucken jetzt mal ganz kurz auf den Balkon. Natürlich. Das hat mich auch am meisten interessiert. Ja, so. Und wie ist die Luft in Belgien so? Ausblick. Das Gute ist wiederum, wir haben die Seite, die ruhige Seite, also nicht direkt zur Autobahn. Da stehen wir. Die schöne Sonnenuntergang. Oh ja, da der Mond. Autohaus. Guck mal, komischerweise Volvo Autohaus. Das heißt, wenn das Auto irgendwie in den Arsch geht, dann... Schön. Wunderbar hier draußen. Ja. Haben wir noch so einen schönen Stuhl. Zum Hinsetzen. Und noch einen davon. Oh. Nicht, dass ich noch vom Balkon falle. So, und jetzt sind wir so absolut interessiert, was da drin diesen ist. Zwei haben wir wirklich alle Schubladen hier erstmal aufgemacht. Das ist erstmal das Wichtigste. Ja, haben wir. Das stimmt. Klimaanlage. Gott, das wird wieder ein Theater, das alles einzustellen. Oh Gott, die sieht noch komplizierter aus als gestern. Warte. Ja. Ah. Und guck mal, die runter. Leuchte. Nee, das geht eigentlich. Ach, das hatten easy. Wir immer? 20, ne? Naja, mach 20 oder nachher 19. Zum Schlafen. Wir lieben es kalt. Wir lieben es kalt. Wollen wir mit der Tür anfangen oder mit ja. der? Mit rechts, der. Rechts. Rechts. Ja. Die. Ja. ja, oh. Hat jeder sein eigenes wollen? Badezimmer diesmal? Ich denke mal, die Toilette ist da hinten. Oh, was haben wir hier? Wow. Schöne. Oh, guck, die sieht auch cool aus, ne? Die Dusche. Die Dusche hier ist auch noch so ein Ding. Ich bin ja Regenduschenfreund, mir reicht das, was da oben hängt. Ja, cool. Absolut. Toll. Dann schön, sauber, ja. Ebenerdig. Dann wird das ganze Bad wieder überflutet von uns. Genau. Wasserratten. Kleine Auswahl an Seifen, wenn ich das mal noch mal so sagen darf. Schön. Achso, wir sind ja im Bild. So, und nächste Tür, Lars. Achso, jetzt. Was versteckt sich hinter Tor Nummer 2? Tor Nummer 2 ist die Toilette mit Licht. Ah, ja. Lars zelebriert immer gerne. Mal schauen wollen. Diese kleine Lampe da. Das war so richtig im Dunkeln, so wenn man jetzt hier hast alleine du drin sitzt. Entschuldigung. Das ist irgendwie komisch. Sieht sehr lustig aus. Ich muss aber auch wirklich auf Toilette. Ich werde es gleich praktisch ausprobieren. Ach ja, du musst auf Klo. Ich muss gesagt, wirklich ne? die ganze Zeit sehr dringend auf Toilette. Ach so. Ja, dann machen wir aber zelebriere ruhig hier das Zimmer angucken. Wir haben noch nicht den Teppich begutachtet. Ah, das stimmt. Bettentest musst du noch machen gleich. Nee, du bist dran mit Bettentest. Ja, okay, mit allen gehen auch. Jetzt zum Bettentest. Und jetzt zum Bettentest. Oh, sogar Couchtest. Das ist nicht das Bett. Nee, aber ich muss erstmal Schuhe ausziehen. Direkt Schuhe aus. Ne? Ja, mir tun schon echt die Schuhe weh. Die Schuhe tun dir weh. Ja. Mann, die tun auch die Schuhe weh. Au. 3, 2, 1. Oh, es ist weich. Ist weich? Das ist ganz schön weich. Wir hatten die letzten Tage so zwei harte Betten. Bin ich überrascht. Oh, das ist ganz schön weich. Aber es liegt sich echt gut. Haben wir noch Gummibärchen? Jetzt sind wir ja enttäuscht. Im anderen Hotel hatten wir Gummibärchen. Jetzt sind wir enttäuscht. Sehr cool. Wie viele Steckdosen haben wir eigentlich hier? 1, 2, jeder hat 2.
eine. Dann schläft Vanessa hier. Nein. Nur eine fürs Handy. Brauche ich mehr. Ja, aber, nee, alles gut. Ah, hier ist noch Kosmetik. Brauche doch nicht mehr. Tücher. Fernseher, haben wir auch schon gesagt. Ja, das ist schön. Hier ist auch mit Teppich, ne? Gewiss. Hatten wir das in anderen Raum? Wir hatten schon eine Teppichrundführung gerade eben gemacht. Das haben wir schon gemacht. Ich glaube, ein paar Zeitschriften noch, wer lesen will. Nur Lars ist kaum zu bremsen hier. Keine Ahnung. Nee, sehr cool. Jetzt haben wir alles gesehen. Achso, dann kannst du dich auch nochmal. Dann würde ich jetzt einfach mal eben kurz das hier drehen. Und mich dazu zusetzen. Mein Arm ist zu kurz dafür. Oh. So. Boah, jetzt ist überbelichtet. Nee, mach, so ist eigentlich so ist vollkommen besser. Aus. So, Lars, ich bin groggy. Ja, ich auch. Wir machen jetzt hier noch die Post-Production. Jetzt machen wir die Post-Production. Und fressen noch was. Dann fressen wir noch was, dann machen wir noch Party und dann gehen wir um 3 Uhr ins Bett, stehen dann wieder um 6 auf. Dann müssen wir frühstücken und dann ballern wir morgen wohin? Walibi Belgien. Walibi Belgien. Jawohl. Da freue ich mich. Da freue ich mich auch drauf. Ich bin schon gespannt. Aber jetzt muss ich pischern. Ja, deswegen, zurück ins Lübecker Studio. Zurück ins Lübecker Studio. Tschüss. Ja, willkommen zurück im Lübecker Studio. Unfassbar, oder? Ja, wir sind danach noch, ich weiß gar nicht, noch mal zu McDonald's gefahren in der Umgebung und haben uns noch mal Burgers geholt, weil es war eigentlich schon alles zu, war ja auch schon spät. Aber wir hatten irgendwie noch Hunger und naja, wie das immer so ist, ne? Und waren letztendlich, ich weiß gar nicht, um 2 Uhr im Bett oder was. Und da ging es ja auch schon weiter, ne? Ja, Holiday Park. Es war tatsächlich unser erster Besuch für Vanessa und meine Wenigkeit. Es hat uns sehr viel Freude bereitet, Spaß gemacht im Park. Wie wir finden, ein wirklich toller Park. Und lieben Dank nochmal an Julia und Sebastian, dass ihr uns spontan den Park gezeigt habt. Dadurch konnten wir auch einige schaffen und ansonsten wären wir verloren. Wir sind ja da kreuz und quer hin und her wie sagt man, gegangen, spaziert. Und ihr konntet uns auch etwas über den Park erzählen und haben auch uns so Tipps gegeben. Und es hat einfach wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, an dieser Stelle nochmal thank you very much. Und ja, wie gesagt, ein ganz toller Park, tolle Attraktionen dort. Und ich meine, Expedition GeForce ist ja wirklich der Hammer, ne? Also eine wirkliche Airtime-Maschine, Monster. Wir wären tatsächlich noch öfters gerne mitgefahren, aber wir sind bis zum Ende des Parks hingeblieben. Und wir waren ja froh, dass wir überhaupt 2 Fahrten machen konnten. Einmal ganz vorne und dann nochmal weiter hinten. Also echt eine tolle Bahn. Aber auch die anderen Achterbahnen wie Skyscream heißt es, glaube ich, nochmal. Und die anderen Attraktionen. Die Wildwasserbahn und. Also es lohnt sich wirklich da mal vorbeizuschauen, wenn ihr noch nicht da wart. Und jetzt habe ich natürlich eine Frage an euch. Jetzt seid ihr wieder im Zug. Wie gefällt euch denn der Holiday Park in Hasloch in der Pfalz? Wart ihr schon mal da oder plant ihr gegebenenfalls mal einen Besuch dorthin? Wie findet ihr Expedition GeForce? Findet ihr es auch, dass es eine Airtime-Maschine ist? Oder habt ihr vielleicht eine ganz andere Meinung? Schreibt es gerne mal in die Kommentare hier auf YouTube, Twitter, Instagram oder ihr wisst schon wo. Und das ein oder andere Kommentar von euch werde ich wie gewohnt in der nächsten Funfair-Blog-Ausgabe präsentieren. Ist das nicht krass? Ja, in der letzten Funfair-Blog-Ausgabe waren wir ja im Erlebnispark Tripsthrill und da habe ich euch gefragt, wie ist eure persönliche Meinung zum Erlebnispark Tripsthrill? Und da hat zum Beispiel auf YouTube der Zuschauer HiwiFlo geschrieben, ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass mein letzter Besuch schon 7 Jahre her ist. Ui, ist ja fast so wie bei mir. Damals war Karacho noch ganz frisch. Es war auch ein heißer Sommertag und sehr wenig los. So wenig, dass wir bei der Raftingbahn 3 oder 4 Runden sitzen geblieben sind und auch andere Sachen mehrmals fahren konnten. Der Park hat uns allen sehr gut gefallen und ist jetzt wird es mal wieder Zeit hinzugehen. Anfang September ist es wieder soweit, beziehungsweise geplant. Erstmal vorab viel Spaß, wenn ihr dort seid, also lohnt sich. Wo bekommt man denn eigentlich die Gratisgläser her? PS, wieder ein tolles Video von euch beiden. Vielen Dank, lieber Flo. Ja, die Gratisgläser bekommst du im Vinarium-Gebäude. Musst du am Besuchstag mit deiner Eintrittskarte dorthin gehen, deine Eintrittskarte vorzeigen und dann kriegst du so ein Gratisglas. Ja, vielen Dank, lieber Flo, für deinen Kommentar auf YouTube. Und Tripsthrill lohnt sich, also... Ja, echt tolle Attraktion, liebevoll gestaltet, wie wir finden und ab nach Tripsthrill. Dann schauen wir nochmal auf Facebook, werden da geschrieben, der Frank Assmann. Hi Lars, hi lieber Frank.
Also, ich war dort vor 2 Jahren. Es ist ein wirklich schöner Park, kann wirklich jedem nur empfehlen, dort mal hinzufahren. Mein Highlight ist Carajo, Hals über Kopf bin ich leider noch nicht gefahren, hole es aber nach. Liebe Grüße aus Düsseldorf. Ja, vielen lieben Dank, lieber Frank, liebe Grüße nach Düsseldorf zurück. Und Hals über Kopf lohnt sich, wirklich eine tolle Achterbahn, fährt butterweich, fährt Fullspeed. Ich hatte auch anfangs erst die Bahn unterschätzt, aber dann, wie du drin warst, hat es wirklich Spaß gemacht. Also hat man ja auch im Video gesehen, ne? Ob hinten oder vorne. Wobei, ich finde, vorne macht die Bahn auch sehr viel Spaß, aber hinten ist schneller. Ja, vielen Dank an alle, die wieder fleißig kommentiert haben. Ich habe alles durchgelesen und weiter so. So, jetzt kommen wieder die Spender zu Wort. Jetzt schauen wir mal, wer seit dem oder ab dem 12. August 2020 gespendet haben. Wäre Ludwig mit 5 Euro. Looping, jawoll, Abschuss. Danke für das tolle Video aus Tripsdrill. Vielen lieben Dank, lieber Ludwig, für deine Spende. Dann schauen wir nochmal, Mike, 10 Euro. Ich schaue mir sehr gern deine Videos an. Vielen lieben Dank, lieber Mike, das motiviert natürlich. Und jetzt schauen wir nochmal auf die Top 3 Spender des Jahres 2020. Erster Platz ist nach wie vor UWS mit 150 Euro. Zweiter Platz ist Christoph L. mit 80 Euro. Und dritter Platz ist Heiko S. mit 80 Dollar. Ja, falls ihr auch Funfairblog finanziell unterstützen möchtet und meine Arbeit unterstützen möchtet, jetzt habe ich das zweimal gesagt, ich Idiot, dann und die Vorteile genießen möchtet, die ihr oben links seht, dann findet ihr alle weitere Informationen unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise blende ich euch einmal ein, wo er oder welche Spendenmöglichkeiten es gibt. Ihr müsst aber nicht spenden, das immer nur vorab. Ich freue mich auch, wenn ihr einfach die Videos schaut oder kommentiert. Oder auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für die vielen, vielen E-Mails, auch im Namen von Vanessa. Oder auch teilweise Briefe, die wir bekommen. Ja, das motiviert natürlich unheimlich. Und ich sag nur, dickes Herz. Wollte ich auch mal sagen, habe ich, glaube ich, noch nie so richtig erwähnt. Also es ist einfach schön, wenn man Nachrichten von Zuschauern bekommt oder auch noch so liebevolle Nachrichten. Und dass ihr Freude an den Videos habt, das reicht schon. Also nur mal so nebenbei. Aber falls ihr exklusive Videos haben wollt, dann könnt ihr... Nein, alles gut. Also, ja, das soll es von mir gewesen sein. Im Anschluss erfolgen wie immer die Outtakes. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Funfair-Blog-Ausgabe wiedersehen zum Tourtag Nummer 5. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und ciao. Ebenesreichen und sicheren Tag bei uns genießen können, bitten wir euch die ausgängigen Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen. Ein wunderschön. Ich bin hochmotiviert und Lars hat keine Lust. Ja, ich bin fertig, ich werd alt. Nochmal. Nee, nicht so normal. Wir sind schon mitten. Nein, das ist ein Outtake. Ja. Sie schießen mit Brandpfeilen, mein Sohn, pass auf! Jawoll! Welle. Die erste Welle! Ah, jetzt hat sie sich selber geschlagen! Ich hab hier nichts für meine Füße! Oh, nicht die Farbe! Pink! Oh nee! Pink! Oh. Was denn jetzt? Ach so. Schrei die immer an, dann fliegt die weg. Aua! Kann keinen Schwenk machen. Was? Kann mit dem Ding keinen Schwenk machen. Vielleicht so. So muss. Weiß ich nicht. Kein Schwenk. Und cut. Ich muss pichern. Tschüss.